Angela Merkel jetzt beim G7-Treffen in Cornwall mit einem Pressestatement. Ja, meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie können mich sehen und hören. Das ist technisch gut vorbereitet und ich freue mich, dass ich Ihnen kurz den Stand der Diskussion hier darstellen kann. Es ist für uns natürlich sehr schön, dass wir uns physisch begegnen können als Staats- und Regierungschefs der G7. Und das belebt auch die Debatte, das ist vollkommen klar. Wir hatten gestern den ersten Begegnungstag und war die erste Arbeitssitzung über die Frage, wie wir die wirtschaftliche der Corona-Pandemie gestalten werden. Hier war vollkommen klar für alle, dass wir überwinden werden, wenn wir nicht nur uns selber als G7 impfen und unsere Bevölkerung, sondern wenn wir auch etwas tun für die Verteilung von Impfstoff über die ganze Welt. Und in diesem Zusammenhang, wirklich, glaube ich, kann man sagen, globale Verantwortung und wir werden insgesamt bis 2022 2,3 Milliarden Impfdosen verteilen. Das heißt also, wenn wir dafür sorgen, dass 2,3 Milliarden auch in Ländern zur G7 gehören, dann ist das ein wirklich wichtiger Beitrag. Deutschland leistet hier seinen Anteil. Wir haben über 1 Milliarde Euro bei der Impfsäule COVAX, in dem ACTA-Mechanismus, ja unseren Beitrag geleistet. Das entspricht 320 Millionen plus 30 Millionen, haben wir ja bereits gesagt, werden wir weitergeben, auch dem, was wir selber schon gekauft haben. Hinzu tritt, dass die Europäische Union für eine ganze Zeit lang ja die einzige Institution war, die auf Stoffe produziert wurden, die dann auch weiter exportiert wurden. Das haben wir hier natürlich auch eingebracht. Wir waren uns alle einig, dass wir neben der Frage der Bekämpfung vor allen Dingen auch Wirtschaften stärken müssen, sondern vor allen Dingen eben auch vorgetragen müssen, die Entwicklung nicht zu sehr zurückgeht. Gerade im Blick auf die Agenda 2030 haben wir Rückschläge erlebt. Deshalb wird das Thema Entwicklungshilfe, Klimafinanzierung und all diese Fragen eine große Rolle spielen. Und hier wird Deutschland sich natürlich auch weiter beteiligen, wie auch bei anderen 7 Länder. Wir haben gestern Abend eine Begegnung mit der Königin gehabt und auch mit Unternehmensvertretern über nachhaltige Entwicklung und die Klimafinanzierung gesprochen. Das war sehr bewegend, die Familie, 3 Generationen zu treffen an einem Ort, einem Botanischen Garten, der auch sinnbildlich für die Biodiversität stand und das alle sehr zu schätzen gewusst, dass Her Majesty the Queen, die ja heute ihren Geburtstag feiert, sich gestern so viel genommen hat. Heute begann dann ein bislang sehr strikter Arbeitstag, wo wir uns mit außenpolitischen Fragen beschäftigt haben, vor allen Dingen mit unseren Beziehungen zu China, zu Russland, aber auch von außenpolitischen Forderungen. Im Zusammenhang mit China war die Diskussion sehr spannend und interessant. Auf der einen Seite wissen wir, dass die gesellschaftlichen Staaten und China unterschiedlich sind. Wir kritisieren die Fragen der Menschenrechte in China, ob das nun in Xinjiang ist, dass die Einschränkungen der Freiheiten in Hongkong ist. Wir fordern natürlich auch den freien Zugang zu den internationalen Seen. Ganz wichtige Punkte. Auf der anderen Seite sind wir Fragen auch kooperativ verbunden. Und, da will ich beispielhaft Klimafragen und Fragen der Biodiversität, aber auch eines freien Handels. Es geht hier darum, und das war ein wichtiges Ergebnis, dass wir uns alle bekannt haben zu einem regelbasierten internationalen multilateralen Kooperationsmechanismus. Ich sage nochmal, Multilateralismus und regelbasiert. Und ob das jetzt die WTO, das die WHO, das andere nationale Organisationen, da sind wir natürlich
Möglichkeit, zusammenzuarbeiten, weil wir auch vertreten, dass wir ansonsten der Welt nicht erreichen, gerade wenn es um die Lebensgrundlagen geht oder aber auch um Fragen von Frieden und Stabilität. Ich habe eben gerade den südkoreanischen Präsidenten getroffen, der nochmal die Rolle China auch im Blick auf China und die Realisierung der koreanischen Halbinsel. Das heißt, viele Fragen von Frieden und Stabilität gemeinsam mit China tun können. Ich habe einige bilaterale Begegnungen gehabt am Rand von dem südkoreanischen Präsidenten gesprochen, heute früh mit dem amerikanischen Ministerpräsidenten und auch mit Boris Johnson, wo wir zwischen der EU und Großbritannien diskutiert haben und Schwierigkeiten, die es gibt bei der Umsetzung des Nordirland-Protokolls. Ich habe dafür geworben, pragmatische Lösungen der vertraglichen Festlegungen zu finden, denn ein gutes, gedeihliches Miteinander in Großbritannien und der Europäischen Union ist von allergrößter Bedeutung. Das will ich auch zum Anlass nehmen. Abschließend, ich komme morgen nochmal zur Pressekonferenz, aber schon mal einen Zwischendank auszugestalten für die perfekte Organisation durch die britische Regierung, speziell durch Boris Johnson. Soweit die Bundeskanzlerin Angela Merkel mit einem Pressestatement über die Arbeitsintensität dieses G7-Gipfels. Ich habe keine Ahnung, ob die Briten das zwei, dreimal um die Erde geschickt haben, das Signal. Aber sie haben es selber gehört und wir natürlich hier im Studio auch. Das war schon schwer zu verstehen. Ich bitte die Tonunebenheiten, so will ich es mal nennen, zu entschuldigen. Schauen wir noch mal nach Brüssel zu Michael Wöldenweber. Michael, du verfolgst von diesem Punkt aus das, was da in Großbritannien geschieht, G7-Treffen. Und letztendlich hat sie eigentlich das noch mal zusammengefasst, womit du begonnen hast, nämlich die Vereinbarung in Sachen Unterstützung ärmerer Länder mit Impfstoffen. Insgesamt auch noch mal die deutsche Position hervorgehoben, mit 1 Milliarde in COVAX investiert. Und dann eben auch noch mal gesagt, dass es heute schon ein sehr intensiver, arbeitsreicher Tag gewesen ist, der morgen natürlich fortgesetzt wird. Ja, vielleicht ein Wort, Thomas, zum Thema Impfen noch. Da muss man, glaube ich, darüber reden, weil wenn man jetzt diese Zahlen sieht, 1 plus 1, aber die Bundeskanzlerin sprach ja jetzt sogar von 2,3 Milliarden Dosen, die man da nun für die ärmeren Staaten irgendwie zur Verfügung stellen möchte. 1 Milliarde in diesem Jahr, deswegen 1 und 1, zwar eine weitere Milliarde im kommenden Jahr. Aber was heißt das für Deutschland? Da ist die Position eigentlich unverändert. Deutschland hat 30 Millionen Dosen gespendet und 1 Milliarde an COVAX. Und 1 Milliarde sind 200 Millionen Dosen, wenn man den Durchschnittspreis dann nimmt. COVAX, die UN-Organisation, die halt diese Impfstoffe dann zur Verfügung stellt, die kauft nämlich Impfstoff billiger ein, als es zum Beispiel die EU tut. Und das ist auch gut so, da darf man sich nicht drüber mokieren. Das ist nämlich Sinn und das machen die Lieferanten, die Impfstoffhersteller auch ganz bewusst, dass sie sagen, wer weniger hat, muss auch weniger zahlen. Eigentlich ja kein schlechter Mechanismus, aber darüber, über diese Milliarde hat Deutschland also schon 200 Millionen Dosen quasi dann in der Pipeline und die Position eigentlich der Europäer insgesamt ist so ein bisschen, also lieber Joe Biden, das hört sich gut an. Aber wir haben viel getan und wir haben vor allen Dingen 150 Millionen Dosen schon exportiert und sind sozusagen der Kontinent, der einzige, der wirklich auch dann Impfstoff abgibt. Die Amerikaner fangen damit jetzt erst an. Also es gibt da unterschiedliche Sichtweisen. Was man gemeinsam hat, ist, dass man da wirklich jetzt Gas geben muss, dass da mehr getan werden muss seitens der internationalen Staatengemeinschaft und auch seitens der G7. Nur mit dem Finger wird da eher vielleicht dann auf andere gezeigt, die bisher weniger getan haben. Und das sagt man in Europa, ihr lieben Amerikaner, bitteschön, ihr seid jetzt auch dran und nicht nur warme Worte. Michael Wöldenweber, Dankeschön nach Brüssel.